So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Heute quatschen wir auch nicht viel rum, aber trotzdem immer danke für die Likes. Wenn du noch kein Like da gelassen hast, gerne jetzt ein Like da lassen. Danke für die ganzen Kommentare. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr euch heute irgendwas gegönnt habt. Würde mich nur einfach interessieren, ob es überhaupt noch einer wirklich was kauft. So, ich würde sagen, wir gehen rein. Dun, dun, dun. Oh. Die sind gar nicht mal so schlecht. Wundert mich aber, dass es das nicht als Paket gibt. Also auf jeden Fall der Skin. Hä? Der Skin heißt Paket? Heißt der Skin heißt Paket? Der ist wirklich Paket. Lol. Also fangen wir mal an mit dem Kleider. Der heißt aber Lichtrenner. Okay. Sieht man relativ selten, obwohl sie schon öfters da waren. Ah, ne, gar nicht. Das zweite Mal, denke ich mal. Dann haben wir einmal das Paket. Firewall. Broxy, Datenpfad, also, den Stil sieht man eigentlich auch selten. Dann Cyber, Ayo, Ayo, oh, doch, oh, ist okay. Wow. Doch, so ist nice. Oh, die wechseln immer die Stile so schnell, ne? Und dann haben wir Kommandozeile, Upload, Bitstream. Bandbreite, lol, wie viele Skins sind das, ey? Da, ganz ehrlich, da finde ich es ein bisschen übertrieben. Dann so viele verschiedene Varianten. Eieieiei. Dann haben wir aber des Weiteren Espe drin. Danke, geht nicht. Grüße gehen natürlich immer raus an den, der es mir geschenkt hat. Ich glaube, es war der Moritz. So, dann haben wir Lace wieder drin. Auch ein schöner Skin, finde ich. Dann gibt es einmal eine hellen, einmal eine dunkle Variante. Die helle mir eigentlich ein Tick besser gefällt. So, dann haben wir Paradox wieder zurück. Genauso wie Allsicht. Man kennt sie. Und dann Equilibrium. Dann schon wieder zurück, die Kaiserin. Erst war sie Monate, Jahre verschwunden, jetzt direkt schon wieder im Shop. Und dann haben wir Haze mal wieder drin mit ihren 28 Varianten. Aber da muss ich sagen, wenn man sich den Skin jetzt gönnt, hat man schon einiges an Auswahl. Also muss ich einfach sagen. Weil gerade von hinten, die sieht halt gefühlt immer anders aus. So, dazu natürlich dann noch das Rückenaccessoire. Gerade hier das Goldene. Das Goldene ist schon nice, weil das halt ein anderes Gold ist. Aber das hier ist auch nice. So, das war Haze. Dann haben wir Sternenwucht. Und Esper hatten wir schon. Dann ist die Kältekriegerin wieder zurück. Also ist okay. Aber für 800 V-Bucks sage ich immer wieder komplett in Ordnung. Und dann haben wir den normalen Totenkopf, Tomatenkopf wieder zurück. Mit zwei Stilen. Luca, du müsstest den Skin doch eigentlich haben. Wenn du die anderen Essen Skins geholt hast. Und dann haben wir ein neues Emote, Teepause. Dann Elektrolaune. War das letzte Mal, warte mal, ich habe extra nachgeguckt, vor 544 Tagen, wenn ich mich jetzt nicht verirre. Das war Pull-up. Ja, 544 Tage. Ja, ich weiß, da kann man wieder ein bisschen meckern. Aber warum soll es auch nicht wieder zurückkommen? Dann haben wir Pull-up. Dann auf die Plätze. Fertig. Kein Los. Die läuft nicht. Die will einfach nicht loslaufen. So, das waren eigentlich schon alle neuen Sachen. Also Teepause ist zurück. Elektrolaune OG-Ding. Was heißt OG-Ding? War halt schon 500 Tage nicht mehr im Shop. Daran sieht man erstmal, wie lange ich schon den ganzen Kram hier mache. Lol. Dann die Basketball-Skins natürlich immer noch da. Genauso wie das Emote Dribbeln. Aber ich muss sagen, auch kaum einen damit gesehen. Dann haben wir das Beastie Boy Paket, Batman, genauso wie Catwoman ist noch da, Ritter der Runden Tafel, Doppelagenten Paket und natürlich unser ständiger Verfolger, Letzter Lacher Paket. Und in Rette die Welt gibt es heute leider für euch wieder nur eine ganz normale Tagesaufgabe, also nur 50 V-Bucks in Anführungszeichen. Und in dem Sinne würde ich sagen,
Euch noch einen schönen Tag und wenn ihr euch was gönnen wollt, dann gerne mit meinem Creator-Code yt-familyek. Grüße gehen raus und haut rein.